Tropico 6 ist draußen. Super gute Wirtschaftssimulation mit Sonne, guter Samba-Musik und lecker Bananen. Das gibt's gleich hier. Unser Palast, der ist Standard und eine Farm mit Bananen. Und damit die Leute zu essen haben, würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Felder. Plantagen nennen die sie hier. Und wir sehen, wir haben eine schon. Das hier ist Banane. Was mir nicht gefällt, ist eigentlich, dass die Plantage so dicht dran ist an der City. Hier will ich eigentlich expandieren. Wir brauchen den Platz. Ich würde die einmal ganz kurz abreißen. Es dauert einen Moment und geht da jemand hin und springt das in die Luft. Wir fangen an mit Bananen. Die waren vorher hier. Die will ich jetzt aber eigentlich eher so lieber hier haben. Perfekt. Bananen haben wir unten schon, also kommt jetzt die Ananas. Wenn ihr seht, dass in diesen großen Produktionsgebäuden habt ihr immer einen Warenausgang und hier die maximale Lagerkapazität, aktuell 5800 Bananen, da müsst ihr darauf achten. Das darf auf keinen Fall voll sein. Und das bedeutet, was denn auch beim nächsten Eintreffen eines Schiffs verkauft wird. Also 600 Bananen, Mais und Fisch und die Baumstämme müssen da dann auch gleich auftauchen, die 800, wenn der Wagen da eintrifft. Jetzt ist da noch Ananas zugekommen. Noch mehr Leder, das ist wahrscheinlich Lama-Leder.